Welche Kraft muss man auf den kleinen Kolben mit 1 Quadratzentimeter Oberfläche anwenden, um die Masse von 20 Kilogramm, die sich auf dem großen Kolben mit 12 Quadratzentimeter Oberfläche befindet, hochzuheben? Nennen wir die Situation links Situation 1 und die rechts Situation 2. Durch die Angaben wissen wir, dass A1 1 Quadratzentimeter beträgt, das heißt 0,0001 Quadratmeter. Die Masse M2 beträgt 20 Kilogramm und der Flächeninhalt A2 beträgt 12 Quadratzentimeter, das heißt 0,0012 Quadratmeter. Was wir suchen, ist die auf den Kolben 1 auszuübende Kraft F1. Diese Kraft drücken wir in Newton aus und um sie herauszufinden, nutzen wir diese Formel: Druck gleich Kraft auf Flächeninhalt. Wir wissen durch das Prinzip von Pascal, dass der Druck bei 1 derselbe ist wie der Druck bei 2. P1 gleich also P2. Und in Anwendung dieser Formel können wir daraus schließen, dass F1 auf A1 gleich ist zu F2 auf A2, woraus wir wiederum schließen, dass F1 gleich ist zu F2 mal A1 geteilt durch A2. Aber diese Kraft F2, das ist die Gewichtskraft von dieser Masse. Und eine Gewichtskraft wird berechnet durch Masse mal Gewichtskoeffizient, wo dieser Faktor g als Wert 9,81 Newton pro Kilogramm hat. Indem wir diese Werte hier einfügen, finden wir, dass F1 gleich zu diesem Bruch ist und das ergibt 16,35 Newton. Die Endantwort auf die gestellte Frage lautet also, die anzuwendende Kraft F1 beträgt 16,35 Newton.